Umschnitt wurde. Schönen Tag. Von jetzt? Vielen Dank. Ich glaube, keine Fragen. Okay, wir müssten trotzdem, wenn Sie es denn sind, mit Ihnen sprechen. Haben Sie zufällig einen Ausweis zur Hand? Ja, kein Personal. So, ich stehe schon aus. Was genau möchten Sie jetzt? Ja, ich kann das mal mit der Frau Beetz klären. Dann brauchst du ja eine juristische Person, oder? Sowas in die Geburtsurkunde oder so. Was genau möchten Sie jetzt? Sind Sie denn die Frau Beetz, ja oder nein? Ich bin der Mensch Maria aus dem Hause Keller. Und in meiner Autonomie als Mensch, hier bei mir zu Hause. Das ist in Ordnung. Können Sie ja. Wer sind Sie? Seifert vom Polizeirevier in Kamenz, der Kollege Mager. Kann ich mal den Dienstausweis hinterher? Selbstverständlich. Darf ich ein Foto von machen, ne? Nee, Foto nicht. Doch, das darf ich. Kann ich nicht mal vorlegen. Dürfte sie ja nicht. Frau Beetz, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt Werbefehle vorliegen. Wegen Ulis. Das kann sein, ja. Das ist so aus den Corona-Maßnahmen. Genau. Immer mit einer Geldstrafe von 48 Euro oder ein Tag Ertränkungshaft oder und einen von 54 Euro in zwei Tagen. Postialisch müssten Sie das ja schon gekriegt haben. Weiß nicht, wird ja immer vor Gericht zugestellt. Wenn wir dann hier vor der Tür stehen, gibt es wohl eine Möglichkeit. Wollen Sie sich mit mir unterhalten oder wollen Sie mich anschauen? Sie lassen mich ja nicht ausgehen. Ja, bitte. Wenn wir vor der Tür stehen, gibt es noch eine Möglichkeit, entweder Sie zahlen uns das Geld, kriegen dafür eine Quittung und einen Einzahlbeleg bei haben Sie einen Haftbefehl mit? Haben wir hier, ja. Kann ich den mal sehen? Ob der von einem Richter unterschrieben ist? Namentlich? Ansonsten ist der nämlich nicht rechtskräftig. Dann machen Sie sich wie gesagt, wenn das mit der Fall ist, dass Sie hier irgendwas bezahlen wollen, dann würden wir Sie in die JVA nach Chemnitz zustellen. Jetzt oder was? Jetzt. Jetzt sofort. Natürlich. Haben Sie eine Legitimation dafür? Das ist der Haftbefehl. Das ist kein. Darf ich mal sehen, von welchem Richter es da unterschrieben? Das ist kein gültiger Haftbefehl. Ja, genau. Und Sie dürfen nicht das in mein Schutzgebiet. Sie dürfen nicht. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Ich habe den Durchsuchungsbefehl. Haben Sie? Ja, aber ich kann ja die Tür zumachen. Das ist mein Hoheitsgebiet. Ja, wir wissen ja jetzt, dass weiter wir da sind. Und unter Schrecken der Maßnahme dürften wir jetzt zum Beispiel Ihren Schutzraum betreten. Also ich informiere Sie darüber, dass jeder Einzelne von Ihnen sich strafbar macht. Also bevor Sie mich jetzt mitnehmen, wahrscheinlich gewaltvoll, Freiheitsberaubung, wird auch nicht nötig sein, aber das ist Freiheitsberaubung, damit machen Sie sich strafbar. Aber also bin ich bestimmt nicht die Erste, die Ihnen das erzählt. Hier geht es um eine OVI aus den Corona-Maßnahmen. Ich bin dagegen vorgegangen. Ich habe darauf reagiert. Der Haftbefehl ist so, ja jetzt ich bin nirgendwo so in Einlassung gegangen. Sie haben nirgendwo auf nicht einem einzigen Schreiben eine Unterschrift von mir. Nicht auf einem. Dann gehe ich jede Wette ein, dass das so ist. So, das ist Punkt 1. Also Sie machen sich jetzt strafbar. Das ist ganz klar. Eine dritte Person, die an der Maßnahme nicht beteiligt ist, darf das aufnehmen. Das passiert auch gerade. Ich möchte gerne wirklich von allen drei Name, also ich lasse mich hier widerstandslos mitnehmen, aber Sie machen sich strafbar. Alle drei, wie Sie hier sind. Das ist Fakt. Also gehen wir jetzt aufs Revier los. Wir gehen jetzt aufs Revier und klären dann dort. Nee, erstens, was soll da geklärt werden? Na, Sie wollen ja jetzt hier nicht mit uns klären. Ich werde das nicht bezahlen. Ganz einfach. Ich habe mein Recht auf körperliche Unversehrtheit und mein Recht an der frischen Luft spazieren zu gehen in Anspruch genommen. Auch für alle drei hier anwesenden Personen bei der Firma Polizei. Auch für Sie habe ich das gemacht und Sie und Sie und meinen Sohn zum Beispiel. Ja, also es ist eine Schande, dass Sie hier stehen und mich festnehmen wollen. Ich kenne den Sachverhalt nicht. Ich kenne den Haftbefehl. Ja, aber auch der ist nicht rechtens. Der ist nicht mal unterschrieben. Ich weiß nicht, wissen Sie überhaupt, für welche Firma Sie hier arbeiten? So, es tut mir leid, dass Sie das machen müssen, um Ihre Brötchen zu bezahlen oder Ihre Miete. Aber das Volk zahlt ihr Gehalt. Also es ist mehr als traurig, es ist echt eine Schande. So, ich werde jetzt Sachen packen, weil ich gehe jetzt nach Chemnitz, oder? Wenn Sie das nicht wenn bezahlen, Sie 100 Euro nicht bezahlen, dann ich werde das nicht bezahlen. 100 Euro, okay. Also ich denke, das geht hier um 400. Nein, einmal 48 Euro, das ist einmal die Ordnungswidrigkeit und dann ist nochmal 54 Euro. Das wäre das, also 102 Euro. Das wäre das, was Sie bei uns bezahlen müssten. Das alles, was dann zusätzlich kommt, wären die Bearbeitungsgebühren. Mit denen haben wir jetzt nichts. Nee, das ist mir nicht übel. Ich könnte das bezahlen. Ich mache das aber nicht. Ich bin nicht 3 Jahre. Das ist ja jetzt stabil. Ihre Entscheidung, wie man so, das jetzt hier anfangen. Okay, wenn ich jetzt in die Justiz- und Vollzugsanstalt nur für mich zum Verständnis, da wäre ich jetzt hin unschuldig, wie bemerkt. Ja, da hingebracht.
Wie verhält sich das? Was wird mit mir dort passieren? Was wird mit mir dort gemacht? Ja, wie meinen Sie das? Muss ich mich da ausziehen, weil dann flippe ich richtig aus. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie werden auf jeden Fall durchsucht. Sie werden auf jeden Fall vorher durchsucht. Das ist ein Container oder was. Ja, wahrscheinlich werden Sie ein, zwei Teile ablegen müssen. Ich denke, in Unterwäsche wird eine Beamtin, ich habe gar keine Unterwäsche, eine weibliche Beamtin, Sie durchsuchen. Ich habe eine ganz enge Hose an, hier ist nichts. Wie das jetzt in der JVA passiert, kann okay, ich nicht sagen. Okay, was muss ich jetzt packen? Was darf ich damit machen? Unterwäsche auf jeden Fall, wenn Sie natürlich keine anziehen wollen, müssen Sie das überlassen. Ja. Was noch? Darf ich ein Buch mitnehmen? Darf ich was zu schreiben mitnehmen? Ich denke so, das ist kein Problem. So, ich nehme auch keinen Ausweis. Weder aus Revier. Naja, irgendein Dokument um Ihre Person. Und ich halte ich ja auch fest, ich gehe nicht freiwillig mit. Das wissen Sie. Ich möchte gerne, bevor es noch losgeht, Namen von allen Beteiligten und die Dienstausweisnummer. Bitte. Das Recht habe ich. Ja? Wunderbar. Dann kannst du das so aufnehmen. Ja, und ich kann das ja hier. Für 3 Tage jetzt oder was? Wie lange bleibe ich? 2 Nächte? 3 Tage waren es ja. Wie lange bleibe ich da? Sind das 2 Nächte oder sind das 3 Nächte? Na, heute ist ja die eine Nacht, ist ja nur schon gleich rum. Es kann sein. Ist da jetzt überhaupt jemand, der mich aufnehmen kann? Natürlich. Ja, das ist immer besetzt. Okay. Also. Gut. Sie packen schon mal bitte die Tür auf. Was ist heute? Ist Mittwoch? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, Freitag. Freitag komme ich wieder raus. Freitag früh oder wann? Also ich muss das ja wissen. Vormittag, ja. Kann ich noch jemanden dann informieren, der mich dort abholt? Natürlich. Ja. Und Sie bringen mich jetzt dahin? Wir bringen Sie dahin, genau. Wunderbar, dann packe ich jetzt. Also für 3 Tage. Eins. Ich kann auch vorsichtshalber für 4, aber... Wieso für 4? Ich saß nur vorsichtshalber. Ich werde jetzt nicht bei Ihnen auf dem Revier in eine Zelle gesteckt. Nein, werden Sie nicht. So, gut, ich würde jetzt... Und mein Handy kann ich aber halten, bis es in Chemnitz reingeht, oder? Bis es in Chemnitz ist. Wunderbar. Dort müssen Sie es dann abgeben. Dann hole ich mir jetzt noch eine Zeugin aufs Revier. Das habe ich auch, das Wenn Sie das möchten. Das mache ich. Ja, darf ich Ihre Dienstnummern bitte noch aufnehmen? Sie dürfen mal jetzt die Kamera aufnehmen. Sie haben doch auch eine Kamera. Nee, die filmt die aber nicht. Ja, aber das ist doch, das ist mein Raum hier, da kann ich doch filmen. Sie können aber nicht mein Gesicht filmen. Ich filme Ihr Gesicht nicht. Ich will bloß Ihre, ich teile es runter. Die ganze Zeit mein Gesicht. Ich will bloß Ihre Dienstnummern haben. Kann ich ja mal kurz. Dankeschön. Ine, kannst du bitte herkommen? Was ist dein Dienst? Was ist das? Was du hier hattest? Das ist die Waffenkarte. Kann ich Ihren da jetzt schon mal? Das ist eine Praktikantin, das brauchen Sie nicht. Ich habe schon, alles gut, danke schön. Und Sie können sich nicht mal ausweisen. Ich kann mich jetzt tatsächlich kaum nicht ausweisen. Also peinlich. Ja, unangenehm auf jeden Fall. Ja. Das ist die Waffenempfangskarte, wie ist das denn? Kann ich gerne meine Waffenempfangskarte zeigen? Wie war Ihr Name? Seifert war der Name, vom Revier Kamenz. Ja. Gibt es nur einmal? Polizeimeister, gibt es nur einmal dort. Wenn das soweit reicht. Ja. Gut. Reicht das mal. Kann ich das jetzt hier pausieren? Ja, das mache ich dann schon.